du nackig? Na, besser eher als ich. So an sich Sache. Bist du nackig? Bist du böse jetzt mit uns? Ja. Frauchen badet. Herrchen badet. Herrchen. Frauchen badet. Fuselchen. Musst du nicht schieben. Herrchen hat ohne mehr Haare rufen. Ich hab nirgendwo mehr Haare als hier. Guten Abend, ihr Lieben, am Samstagabend. Guten Abend. Wie mag denn hier zu Gast die Schlümpfe? Nein. Nein? Dich? Wir haben noch einen abendlichen Ausflug gemacht. Da ich am Tag irgendwie nicht mehr so wirklich hochkomme, wie wir jetzt abends. Ich sollte auch nachts arbeiten gehen, wa? Ja. Würde sich auch gut machen. Wir waren rasch noch in DM. Ich war noch kurz in Rewe und in Norma waren wir. Ich zeige euch mal, was ich geholt habe rasch. Ja, nicht viel. Nicht viel. Ich habe zum Beispiel ein Blond-Aufhellspray geholt in DM, um so mal ein paar kleine Reflexe immer drin zu machen. Und wozu haben wir den LKW gebraucht, um wieder nach Hause zu kommen? Den Rest zeige ich nicht. Dann habe ich, hol mir immer da meine Frischhaltebeutel, meine Ziploc-Beutel. Jetzt wisst ihr, warum sie immer so frisch aussieht. Mmh. Was hast du vorhin gesagt? Ich sehe schneckig aus. Genau. Und damit gehe ich morgen mit dir baden. Von Alverde, ein Schaumbad, Seifenblasentraum. Seifenblasentraum, meinst du? Irgendwie gefällt mir das Wort. Dann habe ich mal zum Ausprobieren mir Plantur 39 geholt. Speziell für koloriertes und strapaziertes Haar. Mal ausprobieren. Für Frauen ab 39. Aber du bist doch noch ja nicht 39. Das wollte ich hören. Guck mal. Habe ich für meine lieben Damen im Studio geholt. Einhornhandcreme. Aber sieht das nicht doof, wenn da ein Horn jetzt drauf wächst? Warte mal, sie auf mir ins wächst. Ich hab so viel Ruhe gemacht. Oh mein Gott. Siehst du? Oh, riecht aber cool. Ich mal. Oh, ich richtig hör nicht. Du bist doof. Ja. Aber ich bin ein Einhorn. Ja, das bist du. Dann habe ich mir noch Quittebirne, Fruchtmark geholt. Ich habe sie mir gesagt, ich hab mir meinen Bio-Apfelmus geholt. Quittebirne. Fruchtmark. Kann man sich auch gut, wenn man so einen Naturpur-Joghurt sich holt, rinrühren. Und dann nur Apfelmark mit Banane. Ja, das war doch schon in DM. Das, was ich haben wollte, das hatten sie nicht. Ich wollte diese neuen Haarfärbungen haben, diese haben hier, diese Pink und sowas. Aber das muss mir der Montag im Eastgate holen. Benny will, der hat schon. Aber dann, dank meiner Nicole, waren wir in Norma. Die hat mir natürlich Bescheid gesagt, dass das Einhorn-Klopapier gibt. Ganz viele süße Einhörnchen sind da drauf. Megapack. 24 Rollen. Ich hab natürlich zwei genommen. 5,99 der Pack. Das ist gut. Das geht. Muss ja gut sein. Ist ja ein Einhorn drauf. Eben. Und wenn er zu Norma schon mal hinfahrt, da gibt es auch momentan ganz viel zum Basteln. Ich hab mir hier zum Beispiel die Silhouettenscheren geholt für 1,99. Ja, die schon mal sind total cool. Da kannst du ganz kleine Sachen, ganz filigrane Sachen mitschneiden. Nur zu empfehlen. Dann haben sie noch ganz viele Leinwände, Pinselsets. Dann haben sie Heißklebepistolen und die Glitzer-Heißklebe-Sticks haben sie da. Sticks wollte ich gerade sagen. Hier die Glitzer-Heißklebe-Sticks und Farbsticks und die normalen auch. Immer für einen schmalen Taler. Und dann noch Lippenbalsam. Und dann mag ich ja diese Körbe immer. Gerade als Basteluschi hat man ja jede Menge. Da kosten drei von diesen Körben insgesamt 1,99. Das geht. Habe ich mir noch für 1,99 Miau. Lappen, Universallappen mitgebracht. Da sind 9 Tücher drin. 1,99.
Auch ein Schnickerpreis. Ach, da hinten liegt mein Nacktfussel. Der wurde heute wieder ganz und wieder rasiert. Das Perserchen. Der nämlich kampfwütig ist. Hat keine andere Wahl. Ich hab da einen Rewe ohne was gekauft. Aber ist egal. In Rewe jappet noch ein Coupon für Zoo Royal von 10 Euro. Dann habe ich neu geholt. Ich stehe ja auf Coupons. Damit sie größer ist. Nee, da sind sehr welche drin, die ich mag. Sind einige drin, die ich nicht mag, aber ich bin auch in so einer Couponing-Gruppe. Da kann man dann tauschen. Zum Beispiel hier diese Schieberfutter. Bei Rewe finde ich immer cool, die Gutscheine. Kaufst du jetzt, kriegst du eine nächste Packung gratis. Das Bio-Wasser ist für mich interessant. Geht doch. Das wird kaufen, eins umsonst. Ja, die Ricola brauche ich nicht. Leibniz Party fand auch nie. Aber wie gesagt, kann man ja tauschen. Andere brauchen die. Ja, ich gebe Coupons ab. Letztens hat aber jemand gesagt, oh, du machst den Scheiß auch. Wer Knete sparen kann, hallo? Für kein Bastelzeug kaufen. Das ist genauso wie Tempo. Wie Tempos. Eine große Packung kaufen, kriegst du eine ganze große Packung. Umsonst dazu. Schleichwerbung. Steht doch immer Tempo drauf, was soll ich denn sagen? Das Knete ist. Zeltstofftaschentücher. Zeltstofftaschentücher. Wenn ihr Zeltstofftaschentücher braucht. Genau. Aber Tempo. Da auch. Und bei der Zeitung von Rewe finde ich mal ganz cool. Da sind zum Beispiel auch noch Thun-Gutscheine mit bei. Also in der Zeitung sind Coupons im Wert von 60 Euro drin. Und weil da ziemlich große Buchstaben sind und man seine Lesebrille nicht aufsetzen braucht. Psst. Das maule Petze. Und dann lasse ich mir ja Coupons zuschicken. Könnt ihr ja mal ausprobieren, wer auch so geizig ist wie ich. Die Seite. Wartet. Ich sag euch wieder, wie die heißt. Komm her. Couponplatz.de. Da. Nein, ihr kriegt dafür nichts bezahlt. Wer jetzt zu Hause, wer wie ich ganz viel per Handy-App oder iPad-App macht. Ich hab Sprachstörung. Na, nach der Pulle Wodka ist auch kein Wunder. Genau. Nach der Pulle Wodka. Nee, dann braucht ihr euch die nicht selber ausdrucken. Weil wer geizig ist wie ich, der möchte natürlich auch nicht seine Druckerpatrone verschwenden. Und innerhalb von 2 Tagen schicken die euch alle Coupons zu. Ich habe mir zum Beispiel hier ausgesucht 10-mal Gourmet Katzenfutter. Oder hier Landliebe Käse. Das lohnt sich. Ich freue mich immer. Wenn ich dann nachher gucke und dann so und so viel halt gespart dabei. Ich liebe das. Alles teuer genug heutzutage, oder? Ja. Finde ich auch. Gerade wenn ich zum Beispiel auch ganz viel Obst, Gemüse und sonstiges essen muss, zahlt so schon. Ich habe ja in Rewe, sind mir ja bald die Ohren rausgefallen. Da dachte ich, ach, bist zu faul, brauchst keinen Tomatensalat machen, nimmst so ein Pferdchen, Päckchen mit, Tomaten und ein paar Zwiebeln drauf. Und dann starre ich da ruf. Der Mann neben mir starrte genauso ruf. Alter, 6,99. Sind die bekloppt? Kann ich ja ein paar Kilo Tomaten kaufen. Ich glaube auf was, ich weiß auf was der Mann neben dir gestarrt hat. Auf die Tomaten! Genau. Auf den Preis der Tomaten. Ja, sonst ja, bitte, wie gesagt, zum Basteln konnte ich mich nie aufraffen. Ich glaube, ich werde langsam zum Koma-Patienten oder so. Wenn ich mal schlafen könnte, wirklich schlafen könnte, aber ist nie. So, gespart haben wir ja noch am Wochenende. Kommt, wir plündern noch rasch ein Ei. Mach mal ein Ei auf. Oh nein, ich will nicht. Du musst da. Du hast einen Schlumpf drin, sag ich dir. Wie geizig meine Frau ist, sieht man daran, dass ich mir mit unserem Kaninchen den Kohl teilen muss. Für die ganze Woche. Ich hab zwar kein Kaninchen, aber ist egal. Jetzt luft die jetzt. Mach das auf. Warum sollte ich denn sonst den Kohl in der Hand haben? Ich habe nämlich für morgen zum Mittag, gibt's bei uns Schmorkohl. Oder auch hier bei uns sagt man Krautklops. Ist einfach Weißkohl, ganz clean geschnippelt, schön angeschmort. Und dann kommen da lauter kleine Hackbällchen mit drin. Und das Kaninchen. Also du. Dazu gibt's schön Kartoffeln. Ich habe natürlich wieder keinen Schlumpf drin.
Ich habe irgendwas zum Zusammenbauen drin. Das sieht aus wie ein Wasserhydrant oder so. So viel zum Thema mit der Brille. Das ist bestimmt wieder was ganz anderes, aber ist ja egal. Könnt ihr mal behaupten, wa? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Ach, ein Stift! Hydrant? Ey, komm, wenn man das so sieht, könnte man doch denken, es ist ein Hydrant. Das ist doch eindeutig ein Stift. Was sieht man da ran, dass ein Vielleicht Stift ist das ja kein Stift. Vielleicht ist das irgendwas anderes. Vielleicht sieht das eher aus wie ein Feuerlöscher? Könnte das auch sein. Weiß nicht, was das ist. Früher hat man das auch mal rufgeschrieben. Naja. Komm, ich tausche mit dir. Ich nehme den Feuerlöscher und du ja. kannst mein Ei haben. Ha, ein Schlumpf! Mann, warum hast du die denn immer? Weil ich ein Mann bin. Aha. Komm raus, du Ass. Einer mit dem Rucksack. Bauen wir zusammen. Ach so. Und ich zeige euch rasch, wer das ist. Ich zeige euch mal nachher meinen nackten Fussel. Du hast nackte Fussel? Ja. Er ist der Typ mit dem Rucksack. Ich meine, die erkennt hier drauf richtig. So real. Hefti. Hefti. Der Muskelschlumpf. Was Hefti ist ein Muskelschlumpf? Guck mal, meine Katze. Miau. Auf meinem Sensor, da steht der Muskelschlumpf. Der stärkste und mutigste Schlumpf im Dorf ist ein echter Draufgänger. Hm. Er hält sich mit fast jeder Sportart fit und trainiert täglich. Ich hab den eh vergessen, was zu nehmen. Gehört noch was dazu? Nö. Die Beine und das kommt daran. Mehr ist nee. Zeig mal den Zettel. Komm, um seinen Körper geschnallt. Muss er irgendwie den Rucksack festhalten, wa? Aber ich kann hier richtig kicken, wa? Naja, bei dir wissen wir das nicht. Genau so ist es. Dann hoffe ich, ihr verlebt das Wochenende auch schön. Morgen ist Sonntag. Jammeltag. Momentan komme ich mir nur noch jammelig vor, aber... Das riecht oder so. Nee, das ist ja cool. So verjammelt wegen dem Donner, nehmen wir an. Kriegst keinen Schmor cool ab. Mhm. Krieg ja auch nicht. Ich muss mir den Rohkohl jetzt einteilen für eine Woche. Na und? Ist auch eine Art von Diät. Ach, ich brauche eine Diät? Nein, das nicht. Aber... Das ist eine gesunde Ernährung. Boah. Dann futterst du mir wenigstens nicht meine Clementinen, Apfelsinen, Pomelos weg. Ess du ruhig Kohl. Ess ruhig Kohl. Der kriegt den nicht zusammen. Wieso nicht? Der braucht ewig für den Schlumpf. Ich werde mir noch ein paar YouTube-Videos kicken. Von meinen ganzen Lieblings-YouTubern. Guck mal, da ist er. Da ist er. Kann nicht sein, dass da noch eine Karte zu ist? Ja. Ich dachte, die war nicht so wichtig. Nö, ist er auch nie. Die kommt hinten drin, wa? Also, im Rucksack. Nein, das Rucksack. Kommt an den Schlumpf ran. An dem Rucksack hinten? Ja, an den, aber bei den Schlumpf, ja. Ja, ja. Zeig mal. Da drauf zu Nein, sehen. Ich zeig dir das nicht, wie wo das hinten rankommt. Alles wird gut. Wird zusammengefaltet und wenn ich steck. Das ist nämlich eine Schatzkarte. Ich mach das, ich falte die. So, wir kicken mal, was heute noch schön im Fernsehen kommt. Gestern kam die ganze Nacht 1000 Wege ins Gras zu beißen. Das finde ich so cool. Deswegen muss ich heute Kohl essen. Damit ein Gras beißt. Ihr Lieben, ein schönes Restwochenende, einen schönen Sonntag. Lasst euch den Sonntagskuchen schmecken. Bei uns gibt es schönen Schokokuchen. Aber den Sonntagskuchen noch nicht jetzt. Nee, den erst morgen schmecken lassen. Hm, ich rieche nach wilde Sherry. Komm, wir machen gleich das Schaumbad. Habt einen schönen Samstagabend. Ja.